So, herzlich willkommen zurück bei Let's Play Fallout 4. Beim Ballern auf Psychos. Ich hab's nicht gesehen. Ich hab's. Tut mir leid. Das war nicht sehr schlau. Ich war ein bisschen abgelenkt, ne? Vom Anmoderieren. Wir hauen Penner über den Haufen. So wie in fast jeder Folge. Ja, weil sie irgendwas Böses gemacht haben. Ich weiß nicht mehr genau warum. Irgendeine Siedlung hat gesagt, die soll sie umbringen, also machen wir das. So läuft das. Ja. Wir sind ein Auftragsmörder. Damit habe ich mich abgefunden. Lalalalalala. Hier unten müssten noch ein paar. Irgendein Anführer oder so müsste noch hier sein. Oh, technisches Dokument, sehe ich. Ist zu gut geschützt. Oh, Meister. No, ich will da rein. Oh Gott, wir müssen noch skillen und jetzt kommt die große Frage. Kann ich überhaupt schon? Warte, welches musste ich haben? Meister Terminus hacken, das wäre das eine. Aber eigentlich... Shit. Nicht gut. Weil wir bräuchten das hier, um die Siedlung auszubauen. Und für das brauchen wir. Also brauchen wir noch ein Level-Up. Das ist dumm. Sehr, sehr dumm. Das ist jetzt nicht sehr motivierend. Das habe ich voll verpennt, dass wir noch eines brauchen. Wir brauchen Wissenschaft, um große Generatoren bauen zu können. Und ich habe keine Lust, die ganze Siedlung mit kleinen, also mittleren Generatoren vollzustellen. Davon, das wäre zu ressourcenintensiv, davon bräuchten wir hunderte. Ha, ich habe die Minen gesehen. Naja. Ich glaube, nach dieser Folge mache ich ohnehin einen kurzen Aufnahmestopp. War auf jeden Fall der Plan. Rotes Licht. Rotes Licht. Was macht es? Es leuchtet rot oder so. Keine Ahnung. Du bist sowas von tot. Wo bist du? Ach, genau unter mir. Ist ja lustig. Tschüss. Sehe ich ein bisschen anders, dass ich sowas von tot bin? Geronimo! Ich habe keine Ahnung, was hier überhaupt irgendwie ist. Außer tote Leute mit einem Stealth Boy. Und Kisten. Soll ich hier mal runterspringen? Hüpf. Weiß nicht, ob das eine gute Idee war. Ich weiß nicht mal, ob ich in die richtige Richtung laufe. Gucken wir am besten mal auf die Karte. Nein, natürlich nicht genau so rum, oder was? Ja, irgendwie hier dann runter. Oder? Das warst du. Ich glaube schon. Danke für das Dimpack. Neue Munitionskiste. Komm, die können wir noch mitkrabbeln. No. Alter. Alter. Die ist Einsteiger. Das müsste man nicht blind können. So. Genau, so muss eine Einsteigertür sein. Sind wir ja richtig? Nein. Sind wir auch nicht. Gibt's doch nicht. Ah, aber ein Fusionskern. Alter, die finden wir auch alle paar Minuten. Eine Militär-Dingsplatte, Kronkorkenvorrat, Chat. Ja. Das Übliche. Drogen- und Kernfusionsreaktoren-Dinger. So wie immer. So, das müsste jetzt aber richtig sein, ne? Ja. Nein, kein Radio. Kein Radio bitte, weil dann... Dann sperrt es mir die Folge wieder und das habe ich keine große Lust. So. Was zum Teufel war das? Ich, der deine Kumpels abgeschossen hat.
La 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 la, ich singe, damit niemand die Musik hört im Hintergrund, damit nicht wieder mein Video geflaggt wird. Nervig. Naja. Ich frage mich, was schlimmer ist, ein geflaggtes Video oder mein Gesinge? Es ist zumindest ein bisschen die Wahl zwischen Cholera und Typhus. Beides wahrscheinlich nicht so schön. So. Was zur Hölle ist los? Die Einsteigerschlösser sind irgendwie schwieriger als die schwierigen. Ne, komm, das ist ein Witz. Alter. Wie schön. Für natürlich nicht sehr viel wertvolles Zeug. Aber ein bisschen Erfahrung wenigstens. Das ist doch schon besser als nichts. So, machen wir Licht aus. Damit es einfacher ist, sie über den Haufen zu schießen, ohne dass sie uns sehen. Zum Beispiel dich. Tschüss. Und du sowieso. So. Hey, wir haben durch ihr Gespräch. Soll das ein Witz sein? Das hört sich doch nach einer Menge Spaß an. Der eifrige Ernie ist nicht so. Das klingt nach einer neuen Questreihe. Schlechte Idee, Mann. Ganz schlechte Idee. Das klingt doch cool. Da können wir einen neuen Ort erkunden. Wer? Ich. Haben Sie gefunden? Ja, wow. Patronen? Nein, danke. Patronen? Danke. Oh, das können wir immer noch nicht. Alter, was ist denn da? Ich will da rein. No, fies. Darf ich aber nicht. Ja, ein andermal. Komm, das schaffen wir schon noch. Wieder das Lämpchen an. Hey. Jawohl, kriegen. Haben die uns gesehen? Nö. Noch nicht. Kann ich die wegsnipern? Red to Red. Ja, auch nicht kein schlechter Name. So. Was war das? Scheiße! Oh, der hat gesessen! Alter! Alter! Uah! Wow, wo kommst du denn her? Mir nicht egal, Hauptsache du gehst wieder weg. Ach, das gibt's doch nicht. Doch nicht auf einen halben Meter Entfernung, du dumme Kuh. Bist du irre? Offensichtlich. Ah, au, au, ah, da ist ja noch eins. So. Passwort. Oh. Heißt das, wir können jetzt doch in den fiesen Riesenraum? Was nicht so gut ist, weil wir jetzt schon überladen sind. Hey. Komm her. Und zwar würde ich dir gerne geben, das und das und solche Minen. Nein, nein. Ja, okay, doch, komm, die können auch mal weg. Die werden wir ohnehin, glaube ich, nie benutzen. Du und du und du und du auch. Und du, glaube ich, auch. Du auch. Ja, wie viel? Wir hatten 4, 1, 2. Das sind, glaube ich, alle Waffen, die ich behalten wollte. Scheint zu stimmen. Was haben wir hier noch? Munition und Zeug. Das nehme ich alles dankbar mit. Provisorische Batterien? Nee, das ist nicht unbedingt. So. Was ist denn hier oben noch? Ach, ein Haus. Red to Reds Terminal. Play, nein. Neon, nein. Miss? Geschafft. Ja, okay. Turmsteuerung. Ja, gut, das war's wohl schon.
Es ist auch gut, dass wir es immer dann schaffen, die Türme dann zu deaktivieren, wenn wir sie nur über den Haufen geballert haben. Das ist auch sehr sinnvoll. Aber was soll's. So. Hier kamen wir her, ne? Hoffentlich. Ich glaube schon. Nein. Hier kann man nicht her. Ja, ich habe mich verirrt. Sieht aber auch alles gleich aus. So. Hier unten irgendwo. Hier. Nein. Hier. Nein. Hilfe? Hier irgendwo. Aber da waren wir doch gerade. Moment mal, kann man wirklich hier rum rein? Nein. Es muss irgendwie hier gewesen sein. Ja, danke. Meine Fresse. So, und jetzt können wir vielleicht mit ein bisschen Glück. Ist das ja richtig gewesen? Ja, juhu. Geht doch. Sicherheitstüröffnung bitte. Danke sehr. So. Vielen Dank dafür, dass wir hier alles plündern dürfen. Na okay. Das ist eher mäßig. Aber hier haben wir auf jeden... Oh, das war jetzt ein kleiner Ruckler. Auf jeden Fall schon mal Quantumzeug. Alter. Viel zu fressen, aber wirklich wertvoll ist es auch nicht. Oder? Nein. Toll. Das war's. Wow. Das war enttäuschend. Aber mal richtig. Nur gut, da gehen wir auf jeden Fall wieder raus. Ach, hier war's schon. Ich dachte schon, was ist denn das jetzt wieder? Hier war das Radio. Ne? Ne. So, ach nö, das heißt, jetzt müssen wir nochmal einen Levelaufstieg haben, bevor wir bauen können. Die großen Generatoren, weil die will ich. Nicht die kleinen, sondern die großen. Also auch nicht die mittleren, weil die mittleren geben 5 und wir brauchen 28. Also, ich baue lieber 3 Generatoren als 6. Vor allem nebeneinander. Wisst ihr, wie blöd das aussieht? Ja gut, vielleicht mache ich es trotzdem. Wir sehen es noch. Je nachdem. Wie motiviert ich bin, noch ein Level hoch zu leveln, ohne das Zeug halt zu bauen. So. Lululu, langsam bin ich ein bisschen müde vom Film aufnehmen. Ich habe nicht so viel geschlafen, weil ich morgen früh aufstehen musste, weil ich noch eine Prüfung hatte. Ich habe diese Raider für euch erledigt. Wirklich? Nun, das sind die besten Neuigkeiten, ja, die ich seit langem gehört habe. Gib mir Geld und Erfahrung. Ach, zuerst müssen wir zu Preston Garvey. Natürlich. Okay, ich denke, das ist trotzdem mal Zeit für einen kleinen Cut. Dann sehen wir uns das nächste Mal wieder in einer neuen Aufnahmesession. Dann danke ich euch vielmals fürs Zusehen. Bis dann. Tschüss.